Herzlich willkommen, meine Lieben, du zu Dudin, hier zu einem neuen Video von mir. Zu einem Pokémon Go Video. Ihr seht, ich bin hier gerade unterwegs. Stehe hier bei drei Pokestops, die an derselben Stelle sind. Und für den einen oder anderen, der noch nicht weiß, worum es sich hierbei so handelt, erkläre ich das einfach mal. Ich denke mal, das wird bestimmt den einen oder anderen interessieren. Und nicht jeder kennt sich mit Pokémon aus. Pokémon Go insbesondere. Das ist ein neues Spiel, was so die Art Geocaching hat. Und, oder das Prinzip des Geocachings sozusagen besitzt. Du hast halt hier im Prinzip eine Google Maps Karte und auf der sind gewisse Punkte markiert und dort gibt es dann unterschiedliche Sachen. Einmal diese Pokestops, dort kriegt man kostenlos Items, diese sieht man hier auch. Man muss halt entsprechend in der Nähe sein, da kann man hier so drehen und bekommt dann Items geschenkt. Dann gibt es Arenen, dort kann man kämpfen und naja, das ist eines der elementaren Dinge, man versucht Arenen einzunehmen. Und ihr seht hier, das ist der Kieler Hauptbahnhof. Den können wir hier sehen und die Arena hat Level 4 und wird besetzt vom blauen Team. Und da sind verschiedene Leute drin. Ihr seht schon Level 18 und hier noch richtig starke Pokémon. Der Pokeritter hier, Platz 1, der Pokémon-Arena-Leiter sozusagen. Und das Ganze funktioniert so, man sammelt Pokémon ein, so wie wir hier jetzt an der Stelle. Wir greifen jetzt dieses Tentache an. Aus dem Grund, dass es sonst zu doll laggt, habe ich halt die Kamera ausgelassen. Man kann einen Pokéball auf den werfen und mit ein bisschen Glück hat man es dann eingefangen. Und ihr habt gesehen, es hat eine bestimmte Stärke. Je höher mein eigenes Level ist, ah, das ist mir abgehauen. Je höher mein eigenes Level ist, hier seht ihr, ich bin Level 16, desto stärkere Pokémon kann ich finden. Die müssen aber nicht unbedingt immer ganz, ganz, ganz stark sein. Können sie, müssen sie aber nicht. Hier treffen wir zum Beispiel auf einen Zubat. 135 WP. Und das ist auch, wow, okay, kann man halt wegwerfen im Prinzip und es haut ab. Meine Güte, habe ich ja richtig hart Pech. Und ihr wundert euch vielleicht, ja, warum ist das hier eigentlich so lila und so weiter? Die Pokestops sind normalerweise so blau. Ja, man kriegt Items, wenn sie blau sind. Wenn man nah genug rankommt, werden die halt so. Dann kann man drehen und dann sind sie für 5 Minuten inaktiv. Und das, was ihr hier seht, ist in der Nähe vom Vapiano an der Hörnbrücke. Für diejenigen, die sich in Kiel auskennen. Da sind drei Pokestops ganz nah beieinander. Und hier ist es so, da sitzen glaube ich so 20 Leute oder so herum, die ja alle Pokémon spielen. Und es wurden dort Lockmodule reingemacht. Die Lockmodule ziehen Pokémon an. Das heißt, man muss sich nicht mal bewegen, sondern die kommen automatisch hierher. Und dann kann man die versuchen einzufangen. Ja, ab Level 5, also man fängt ja mit Level 1 an, ne? Und ihr seht ja links und rechts, werde ich da so einblenden, rot und blaues Team. Das gelbe Team wird direkt hinter der Aufnahme sein. Ich habe da so ein sehr cooles Wallpaper. Ab Level 5 kann man sich einem Team anschließen. Das heißt, man überlegt sich, möchte ich Team Rot, Team Gelb oder Team Blau sein? Team Rot ist sozusagen das Maskottchen in Anführungsstrichen Lavados. Bei Team Gelb ist es Zapdos und bei Team Blau ist es Arktos. Und hier in Kiel haben sich relativ viele Leute Team Blau angeschlossen, aber auch relativ viele Team Rot. Gelb ist ein bisschen in der Unterzahl. Für den einen oder anderen, der eventuell die Streamerin Lunakia kennt, die auch aus Kiel ist, die ist im Team Gelb. Leider ist sie in Team Gelb, nicht so wie ich im Team Rot. Da müssen wir gucken, da werden wir also Feinde sein, ne? Und man kann sich halt ab Level 5 einem Team anschließen und dann versuchen mit seinem Team zusammen Arenen einzunehmen. Wie das funktioniert, versuche ich euch gleich nochmal ein bisschen so zu erklären. Nicht direkt euch zu zeigen, aber ein bisschen so zu erklären. Jetzt erstmal an der Stelle sehen wir hier das Zubat, das ich gefangen habe. Ihr habt oben, oben in der Mitte stehen WP 149. Das sind die Wettkampfpunkte. Das ist im Prinzip die Stärke oder das Level des Zubats und die sind halt, ja, wenn man sie antrifft, unterschiedlich stark. Je höher das eigene Level ist, desto stärker werden sie auch selbst sein, diese Pokémon. Und ihr seht da so einen Halbkreis, so einen weißen Halbkreis, da sieht man, wie weit das Zubat schon ein Power-Up bekommen hat. Ihr seht hier unten, Power-Up steht hier, 1000 Sternenstaub kostet das und ein Zubat-Bonbon. Da oben drüber seht ihr die
Erklärung für die Symbole. Ich habe 38.000 Sternstaub und 55 Zubat-Bonbons und ich könnte das verbessern, aber will ich nicht, weil ich schon bessere Zubats gefangen habe. Und ich möchte mir das erstmal aufsparen. Man kann es aber auch weiterentwickeln. Und ihr wisst, Zubat, die Weiterentwicklung davon ist Golbat. Und das können wir mal kurz angucken. Habe ich, also Sekunde, meine Pokémon habe ich ein Golbat. Wir sortieren hier mal. Wir haben ja noch sortiert. Ah, guck mal an. Mein bestes Zubat ist das hier mit einer 252. Das habe ich heute gefangen. Und das können wir einfach auch mal. Wir warten noch. Ihr seht hier, die haben sich wieder regeneriert. Ich warte noch mal kurz was ab. Eigentlich war das gerade doof, das zu machen. Es gibt bestimmte Items, die ihr einsetzen könnt. Ich mache hier so ein Querbeet, alles erklären, Tutorial, Anführungsstrichen, so. Habe ich leider nicht mehr. Keine Eier, müsste ich mal gucken. Ich habe keine Eier mehr. Es gibt solche Glückseier. Damit bekommt man, wenn man die kauft, doppelt so viele XP für 30 Minuten. Die kann man sich mit diesen Goldmünzen kaufen, die ihr oben rechts seht. Ich habe 140 Stück aktuell. Und ihr seht, 8 Stück kosten 500. Man kann sie kaufen für Echtgeld. Hier, 550. Oder aber, das zeige ich euch gleich, nachdem ich dieses Quapsel versuche einzufangen. Weil Quapsel finde ich toll. 172, das ist nicht wirklich stark. Ich habe heute schon Stärkeres gesehen. Raufgeworfen. Ihr habt gesehen, ich habe den Pokéball direkt raufgeworfen. Und ihr habt so einen kleinen Kreis gesehen, der so kleiner wurde. Alles herausgekommen. Wenn ich das hier gedrückt halte, den Pokéball, seht ihr, dass der Kreis kleiner wird. Je kleiner er wird, desto besser ist der Wurf, in Anführungsstrichen. Und die Farbe des Kreises sagt aus, wie schwierig es ist, dieses Pokémon zu fangen. Gelb, grün ist, glaube ich, ganz einfach. Gelb ist schon ein bisschen schwieriger. Orange ist mehr als schwierig. Und rot ist extrem schwierig, das Pokémon zu fangen. Was kann man machen? Man kann einerseits ein Item auf ihn werfen, eine Himbeere. Ist es eine Himbeere? Ich glaube, ja. Dadurch ist es für eine Runde leichter zu fangen. Und oder man kann einfach einen stärkeren Pokéball werfen. Aktuell habe ich nur noch Zugriff auf normale Pokébälle und Superbälle. Und dadurch wird die Farbe des Rings auch verändert. So, ich behalte das Pokémon jetzt erstmal. Was ich eigentlich hätte machen wollen, ist ein Lucky Eye einsetzen, damit ich doppelt so viele Erfahrungspunkte kriege. Und dann ein Pokémon weiterentwickeln. Für alles Mögliche gibt es Erfahrungspunkte, wodurch das eigene Level steigt. Und auch natürlich das der Pokémon, die ich finden kann. Dadurch, dass mein Level höher wird, finde ich bessere Pokémon und so weiter. Hier zum Beispiel sehen wir jetzt hier einen Enton. Und das werden wir auch nochmal direkt einfangen. Die Sache ist, ich müsste theoretisch Geld, mit Echtgeld mir Münzen kaufen. Und dann versuchen, mit dem Lucky Eye halt viel XP zu kriegen. Die Sache ist, man kriegt aber auch Goldmünzen dadurch, dass man eine Arena besetzt. Einmal am Tag kann man dann, daneben geworfen, diese Münzen oder diese Arenen sozusagen claimen, in Anführungsstrichen. Also man hat sie besetzt und man bekommt dann für jede Arena, die man besetzt hat, 10 Goldmünzen. Und ich treffe gerade das Enton nicht. Ah, okay. Und das geht dann alle 20 Stunden oder so, ich weiß nicht ganz genau. Das bringt mir dann pro Arena 10 Gold. Und komm schon, treff ihn. Und das Ganze ist natürlich eine langwierige Methode. Dauert natürlich länger als das Geld direkt zu investieren, also sich Goldmünzen direkt zu kaufen. Aber man spart natürlich Geld, man muss halt kein Geld ausgeben. Was man natürlich aber hier auch aktuell sieht, ist, dass das Spiel gerne mal abstürzt. Ihr seht ja hier, es bewegt sich jetzt nichts. Das heißt, ich muss das Spiel einmal kurz neu starten. Da bin ich wieder. Ab und zu passiert es halt, dass das Spiel abstürzt. Das ist ein bisschen doof, aber das passiert halt ab und zu, weil es ist ja noch nicht so richtig released, das Spiel. In Deutschland noch nicht. In Neuseeland zum Beispiel schon, aber trotzdem gibt es da noch ein bisschen Probleme mit den Servern, was ein bisschen doof ist, aber okay. Zurück zu den Arenen. Wenn man die Arenen besetzt, kann man gleich in einem Menü, zeige ich euch, für jede besetzte Arena, in dem man als Trainer enthalten ist, 10 Pokémünzen oder so kriegen. Dafür klickt man hier auf Shop und geht dann hier oben auf dieses Schildsymbol. Ihr seht, im Moment ist eine 0 da drin und 13 Stunden noch Cooldown. Eine 0 bedeutet, ich habe keine Arena geclaimed aktuell. Das heißt, ich würde keine Münzen kriegen, was natürlich sehr doof ist. Das heißt, einmal am Tag sollte man schauen, irgendwie vielleicht ein paar Arenen zu besetzen, um dann entsprechend Münzen zu bekommen.
sobald der Cooldown durch ist. Und wenn ihr Pokémon und so weiter hier fangt, am besten auch mit einem Lucky Eye, dann kriegt ihr nämlich für jedes Pokémon, das ihr fangt, nicht nur 100 Erfahrungspunkte, sondern 200 Erfahrungspunkte, also einfach mal doppelt so viele Erfahrungspunkte, was euch beim Leveln extrem viel hilft. Dann gibt es noch weitere Mechaniken, unter anderem gibt es Eier, die ihr sammeln könnt, die bekommt ihr auch in diesen Pokéstops und mit den Eiern könnt ihr euch, ach du heilige Bimbam, könnt ihr Pokémon ausbrüten, so wie ihr das vielleicht aus dem Pokémon-Spielen kennt, beim Züchter, kriegt ihr aus dem Ei ein Pokémon. Und je höher euer Level ist, ist auch entsprechend das Pokémon stärker. Es ist natürlich auch wieder ein bisschen zufällig, aber es ist auf jeden Fall sehr zu raten, um Experience zu bekommen, um Erfahrungspunkte zu kriegen. Ihr seht aktuell, dass mir noch 1176 Erfahrungspunkte fehlen, wenn ich das nicht gerade falsch gerechnet habe. Dann habe ich 20.000 wieder voll, bin dann auf Level 17. Und man kann auch schon sehen, ich bin schon 74 Kilometer gelaufen, habe 394 Pokémon gesammelt. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das ist richtig, richtig viel, für mich zumindest. Und das hier, wo wir sind, das ist ja am Vapiano. Und da ist einfach mal die ganze Zeit durchgehend ein Lockmodul aktiv, bei 3 Stück. Lockmodul macht das folgende, 30 Minuten lang lockt es Pokémon an. Aber nicht durchgehend, sondern ich glaube, innerhalb von den 30 Minuten, glaube ich, lockt es etwa 10 Pokémon oder so an. Bin mir nicht ganz sicher. Und ja, da muss man sich gar nicht bewegen. Normalerweise würde man durch die ganze Stadt laufen und da dann schauen, oh ja, hier, komm, nehme ich das Pokémon mit und nehme ich das mit hier. Oder hinten sehe ich, da gibt es das und das. Das macht man natürlich immer noch, weil, ja gut, wir sitzen hier an so einem Punkt und da hast du natürlich nicht unbedingt die allerseltensten Pokémon oder so. Es kommen unterschiedliche hier hin, aber das ist immer so ein bisschen zufällig, was da für Pokémon kommen. Das Gute aber ist, dass das einer nur machen muss, so ein Lockmodul aktivieren und dann können alle, die da in der Nähe sind, davon profitieren, was ich sehr, sehr spitze finde. Und ihr seht ja, das ist hier echt ein Mega-Spot, da kann man richtig gut abfarmen. Hier unten habt ihr vielleicht gesehen, unten rechts, wenn man darauf tappt, seht ihr Pokémon in der Nähe. Hier haben wir Traumato, ein Taubsi, Ratzfratz, Goldini, Enton und auch Cabradors. Und ja, da müsste man so ein bisschen durch die Gegend laufen. Ihr seht, darunter sind solche kleinen Fußabdrücke, die sagen, wie weit das Pokémon entfernt ist. So 3 Fußabdrücke heißt, es ist mindestens ja, etwa 100 Meter entfernt. Maximal vielleicht 1 Kilometer oder so. Das heißt, man weiß noch nicht so wirklich, ob das jetzt wirklich in der Nähe ist. Es ist in der Nähe zwar, in Anführungsstrichen, aber kann relativ weit weg sein. Das heißt, man läuft so ein bisschen durch die Gegend und hofft, den habe ich einfach fallen lassen, und hofft einfach darauf, dass dann 2 Fußabdrücke draus werden, bedeutet es wesentlich näher. Und dann versucht man so die Richtung ein bisschen zu überprüfen und findet dann irgendwann, oh ja, hier in der Richtung muss es sein, bis nachher nur noch 1 Fußabdruck ist, beziehungsweise dann irgendwann gar kein Fußabdruck mehr, dann poppt es auf der Karte auf und man versucht es dann zu fangen. In der Stadt habe ich natürlich hier schon unterschiedliche Pokémon gesehen, unter anderem zum Beispiel auch mal ein Magnetilo, ein Relaxo, ein Pikachu habe ich auch gesehen, das ist mir aber leider entwischt. Also ich habe schon richtig viele Pokémon, oder in Anführungsstrichen richtig viele Pokémon gesehen. Und dieses Kapsel will nicht. Junge, was ist da los? So, noch einmal die Himbeere hingeworfen. Himbeere bedeutet, er wird eine Runde leichter zu fangen sein. Der Superball hat auch eine höhere Chance, ihn zu fangen. Oh, aber offensichtlich bringt auch der nichts. So, ich habe nur noch 28 Superbälle. Oh, jetzt werfe ich sie alle komplett weg. Ach, zu kurz. Zack, haben wir. Komm, mach es. Ja, ich weiß gar nicht, was ich euch noch so großartig hier zeigen kann oder soll. Ich denke, man sieht hier schon so ein ganz klein bisschen, wie das Ganze aufgebaut ist. Normalerweise läufst du halt viel durch die Gegend und sammelst dadurch Bewegungspunkte in Anführungsstrichen, also Kilometer. Und ich hatte ja vorhin von den Eiern gesprochen. Ich mache das alles hier ziemlich durcheinander, ich weiß nicht genau. Okay, gucken wir mal. Diese Eier hier habe ich gefunden in den Pokéstops. Und dann gibt es diese Brutmaschinen. Ich habe aktuell 2 Stück. Eine, die unendlich Anwendung hat und eine, die ich nur 3-mal anwenden kann, dann geht sie kaputt. Die habe ich geschenkt bekommen beim Level-Up. Und da packt man diese Eier rein, also erstmal 1 zur Zeit. Und man läuft dann durch die Gegend. Und diese hier brauchen zum Beispiel 5 Kilometer, bis es ausgebrütet ist. Und aus diesen
Eiern kriegt man oder kann man richtig gute Pokémon kriegen, manchmal aber auch nicht. Manchmal ist auch nur sind da nicht so gute Pokémon drin, keine Ahnung. Da habe ich auch schon Pech gehabt bei dem 10-Kilometer-Ei, was ich relativ am Anfang aufgemacht habe oder ausgebrütet habe. Daher die Empfehlung, die 10-Kilometer-Eier, wenn ihr welche habt, erst mit einem späteren Level einlösen. Also sobald ihr irgendwie, keine Ahnung, Level 15 oder sowas seid. Okay, was ist hier los? Irgendwie lädt gerade das hier nicht so gut. Server wieder sehr langsam. Scheint mir zumindest so. Ja, Traumato 439. Erstmal Himbeere. Das ist gut. Ich weiß nicht, wie viele Punkte ich habe. Ob ich da noch... Oh, shit. Ob ich da ein Hypno draus machen kann? Ich glaube nicht. Da fehlen mir die Punkte. Ich werde euch gleich nochmal zeigen, wie man Pokémon entwickelt. Irgendeins werde ich bestimmt entwickeln können. Wahrscheinlich nur ein Ratzfatz oder so. Mal sehen. Und da haben wir es. Es wackelt dreimal und wenn es da nicht raus ist, dann hat man es gefangen. Ein 439er Traumato, sehr, sehr gut. Und ihr habt es gesehen, ich habe 3 Traumato-Bonbons bekommen und irgendwie ein paar 100 Sternenstaub, 100 oder so, keine Ahnung. Und diese Traumato-Bonbons, sagte ich ja, braucht man, oder diese Bonbons allgemein, braucht man, um das Pokémon aufzuleveln, also Power-Up zu machen oder um es zu entwickeln. Und wir schauen uns jetzt nochmal an, wie es jetzt hier entwickelt. Habe ich das eben gerade schon mal gezeigt bei irgendeinem Pokémon? Ich weiß es nicht. Wir sortieren das Ganze mal hier nach CP. Da seht ihr meine Pokémon. Mein stärkstes ist Entoron mit 1039 WP, Tentoxa 883, Hypno 819, Tauboss, Tangela, Ibitak und so weiter. Relaxo und das Traumato hier. Hallöchen, Traumato. Dich entwickle ich einfach mal. Oder war... Ja, ich entwickle ihn einfach, was soll's. So. Zack. Traumato, digitiert zu... Falsches Spiel. Zeit für ein Duell. Ja, Hypno haben wir rausgeholt aus dem Traumato. Hatte ich ja schon, sonst würde ich noch mehr Erfahrungspunkte dafür kriegen. Mal sehen, welche Stärke es hat. 924. Richtig stark. Also es hat praktisch seine Stärke verdoppelt. Also richtig nice, finde. Und damit haben wir ein richtig starkes neues Hypno. Kann man auch umbenennen, wenn man will. Hier seht ihr Hypno-Taldo. Was ich euch noch zeigen wollte, mal gucken. Habe ich jetzt volle Erfahrung? Nö. Mir fehlen noch 200. Also ich probiere die nochmal einzunehmen. Hier die... Nee. Irgendwie will das gerade nicht, der Server oder so. Keine Ahnung. Ich hatte ja über die Arenen hier gesprochen, dass man die einnehmen kann und so weiter. Wir gucken uns das nochmal ein bisschen näher an. Oh, die sind gar nicht mal so hoch hier, oder was? Oh, die könnten wir schaffen. Werde ich mir mal überlegen, ob ich das vielleicht ein andermal mache. Ihr seht, Brücke der Dreifaltigkeit heißt die. Ihr seht das Prestige der Arena, 6572 von 8000. Und ihr seht die 3 Pokémon, die hier drin sind. Einmal ein Sichtlor von Josie 2210. Dann ein Entoron von Sky Ki. Und ein Entoron von Absodum 69, Level 15 seht ihr auch hier oben, welches Level, die haben 13 und 7. Und wenn man jetzt angreifen würde, müsste man gegen all die kämpfen und das Prestige der Arena langsam runterbauen. Also nach und nach das runtermachen. Und dann würde man das Ganze für sich freischalten können. So, und jetzt sehen wir hier nochmal ganz kurz ein kleines Nebulok, das ich auch nochmal gerne mitnehmen will. Und ich glaube, ich zeige euch nochmal gleich, wie ich die Arena einnehme. Ich probiere die mal einzunehmen. Sollte eigentlich, könnten wir hinkriegen. Komm, noch einmal das Nebulok hier mitnehmen. 265er Nebulok. Ich habe schon ein, wie heißt es danach? Alpollo. Das habe ich schon entwickelt aus Nebulok. Mir fehlen aber jetzt noch 100 Nebulok-Punkte, bis ich das Gengar kriege. Und ich merke gerade, das Spiel ist wieder abgestürzt. Mal gucken, ob wir das, ob das Nebulok gleich wieder da ist oder ob wir es gefangen haben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und da sehen wir, das Nebulok ist wieder da oder immer noch da. Das heißt, ja, ist ja gut, Kumpel. Das können wir immer noch einfangen. Und ich probiere es dann nochmal. Und danach werde ich dann probieren, die Arena einzunehmen. Ah, guck hier. Er versucht, solche Attacken zwischendurch zu machen. Das in der Zeit ist er nicht angreifbar. Und dann wirft man daneben und verwirft halt die Bälle, was nicht so gut ist. 2, 3. Zack, gefangen. Sehr schön. Wieder ein gutes Pokémon dazugeholt.
Und ja, packen wir mal hin. Ich probiere jetzt mal, ob ich vielleicht jetzt... Ja, es geht wieder. Aber ab und zu so ein bisschen buggy, ne? Oder ein bisschen laggy hier das Ganze. Das eine hier auch noch. Zack. Und ja, dann gehe ich mal kurz... Level 17! Juhu! Levelaufstieg, Level 17. Wir kriegen 10 Superbälle, Hypertränke und so weiter. Und ja, sehr cool. Freut mich. Dann gehe ich mal eben kurz zur Arena und probiere die mal zu besiegen. Bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir auch. Ich werde mal eben kurz meine Pokémon noch frisch machen. Aber ich glaube, meine Stärksten brauchen hier nichts. Das heißt, wir greifen mal an. Klick also hier rauf oder drück da drauf. Tappe. Dann klicke ich hier auf Angriff. Sieht soweit richtig aus. Tangela hier vielleicht nochmal da getauscht. Tauboss mit dem. Tangela. Ja, ist in Ordnung. Dann klicke ich einfach mal auf Go. Und jetzt lädt die Arena. Es ist kein Echtzeitkampf. Das müssen wir natürlich hier sehen. Oder doch, ist es ein Echtzeitkampf. Aber es ist, man muss halt nur die ganze Zeit draufklicken. So, drauf tappen. So, den ersten haben wir besiegt. Jetzt kommt der Enteron. Und jetzt halte ich mal gedrückt und benutze meine Special-Attacke. Und das seht ihr ja, da unten ist so ein blauer Balken neben den WP. Und... Zack. Und wieder gewonnen. Sehr schön. Und das letzte ist nochmal ein Enteron. Oh Mann, es wird eng. Uiuiuiui, komm, gib ihm, hau rein, Knüppel. Oh, richtig eng. Zack, und besiegt. Jetzt haben wir das Prestige halt relativ runtergemacht. Das heißt, da sind nicht mehr ganz so viele Pokémon drin. Gucken wir mal. Jetzt sind nur noch zwei. Das heißt, ich werde meine Pokémon kurz heilen müssen. Einmal einen Supertrank. Oh, Enteron auch nochmal hier und Ibitak. So. Hinder. Und das Ganze nochmal. Ja, machen wir mal. Und kämpf. Gib ihm. Zacke, Dudes. Enteron gegen Enteron. Psychokinesis. Natürlich nicht effektiv. Ich bräuchte irgendwie ein Blatt-Pokémon, habe ich jetzt aber so nicht. Und bam. Gewonnen. Und dann noch einmal. Ad absurdum. Und noch einmal, komm. Zack, geschafft. Und damit ist das Prestige noch einmal runter. Das heißt, noch einmal heilen. Nochmal ein Supertrank auf Enteron. Und ein normaler Trank. Zack. Und der letzte Angriff. Letzter Kampf noch einmal gegen Enteron. Und dann setzen wir da gleich mal einen Tentoxa oder so rein. Ist ja eigentlich egal. Die Arena wird sowieso dann, sobald ich da wieder weg bin, von irgendjemandem wieder eingenommen. Man muss halt am besten das so machen, dass man mit mehreren Leuten dahin geht und die Arena dann hochpusht auf Level 5 oder 6 oder was weiß ich. Dadurch, dass man selbst angreift, das hochlevelt und dann mehrere starke Pokémon da reinsetzt. Und dann wird es wieder schwieriger für den Gegner, das Ganze einzunehmen. Sobald das hier besiegt wurde, steht da 0 von 2000. Die Brücke wurde sozusagen eingenommen und ich kann jetzt da ein Pokémon reinsetzen. Zack, denn Toxa ist drin und das... Diese Arena gehört jetzt Team Rot. Was kann man hier sehen? Zacko. Und ich könnte jetzt das da trainieren. Ihr seht hier, es ist schon Level 2. Hier könnte noch ein weiterer roter Trainer hin und sich dort anschließen, um das besser zu verteidigen. Aber ihr seht es ja, ich habe gerade hier niemanden. Deswegen wird das so nichts. Aber ich wollte es einfach nur euch ein bisschen demonstriert haben. Sehr, sehr coole Sache. Ich bedanke mich soweit wieder bei euch fürs Einschalten, fürs Dabeisein in dieser Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, weil ich das zu konfus hier irgendwie erklärt habe oder so, schreibt gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt
in der nächsten Folge wieder. Vielleicht dann auch mit der GoPro dabei, wenn ich dann mich selbst dabei aufnehme, im Vlog oder so. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr das vielleicht noch lieber sehen möchtet. Dann mache ich das doch ganz gerne. Und ich sage erstmal danke, macht es gut, bis dann, tschüss.